Was willst du mal werden? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, manchmal frage ich sehr interessiert kleine Kinder, was willst du mal werden? Und dann gibt es verschiedene Antworten. Ich werde Astronaut werden, ich werde Lehrer werden oder ich werde Müllmann werden und so weiter und so fort. Und wenn ich euch und heute fragen würde, Sie heute fragen würde, was werden Sie werden? Was würdest du mal werden? Vielleicht beruflich haben Sie schon etwas erreicht, was Sie sehr gerne immer gewollt hätten. Oder vielleicht haben Sie schon ein Haus gebaut oder vielleicht haben Sie das Auto gekauft, was Sie immer halt ihr gewünscht hatten. Oder vielleicht haben Sie die Ehepartnerin und Ehepartner oder Freund oder Freundin bekommen, den oder die gerade haben wollten und das haben Sie alles erreicht. Aber ist das alles, was Sie im Leben erreichen wollten? Was wollen Sie werden? Diese Frage hat eigentlich so einen Touch für das Innere. Was werden Sie werden? Nicht was werden Sie haben, sondern was werden Sie werden? Und wenn wir heute in der Bibel fragen würden, ganz besonders an diesem Wochenende, wenn es einfach mal über das Weltende geht, dann gibt es eben einen Tipp. Nämlich, wenn du standhaft bleibst, dann wirst du eben das Ende besser haben. Das heißt, es geht darum, dass wir wirklich im Leben das erreichen, wenn wir wirklich das als Sehnsucht in uns entwickeln lassen und zu dieser Sehnsucht hingehen. Und für uns als Christen ist das Ziel, das ewige Leben zu haben. Das ewige Leben ist einfach immer zu leben, egal in welcher Weise, sondern einfach, dass wir immer am Leben bleiben. Dass wir nicht nur in dieser Welt leben, sondern auch weiterhin leben. Und das Leben, erfüllte Leben. Alle unsere Sehnsüchte, alle unsere Freuden, alles dann zusammen zu haben. Und das ist eben das ewige Leben. Um das zu erreichen, schlägt Jesus vor, wer standhaft bleibt, der wird eben das ewige Leben haben. Und ganz besonders in diesem Monat November, wo wir immer wieder über den Tod nachdenken, können wir vielleicht einfach mal uns freudig die Frage stellen, was werde ich werden? Da würde ich persönlich sagen, ich werde glücklicher werden, ich werde erfüllter leben. Und dafür versuche ich schon heute standhaft zu leben und dieses Halterwort einfach in mir halt aufnehmen werde und dann dazu auch dann arbeiten werde. Einen schönen Sonntag für Sie. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: Es wird eine Zeit kommen, da wird von uns allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und an welchen Zeichen wird man erkennen, dass dies beginnt? Er antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuche und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können.
Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.